dickes Hufeisen. Da weiß ich ja, was ich zu tun habe. Das wird die allergrößte Apfelernte, die wir jemals gehabt haben. Yep. So viele Äpfel, als dass du alles allein schaffen kannst. Schon gut, großer Bruder. Du musst dich ausruhen, damit du wieder gesund wirst. Bis jetzt bin ich mit jeder Ernte fertig geworden. Ups, entschuldige. Bis heute Abend habe ich mich da durchgebissen. Ich habe ehrlich gesagt Bedenken, dass du den Mund ein bisschen zu voll nimmst. Willst du sagen, dass mein Mund was verspricht, was meine Hufe nicht halten können? Yep. Boah, ich fass es nicht. Ich bin's, deine Schwester Applejack, weißt du noch? Die treueste aller Freundinnen und das verlässlichste aller Ponys. Trotzdem bist du aber nur ein Pony und ein Pony für die Ernte von 100 Apfelbäumen ist einfach zu wenig, Liebes. Versuch nicht, mit deinen komplizierten Rechnungen abzulenken. Ich hab doch gesagt, dass ich es kann und ich werde es dir auch beweisen. Ich werde bei dieser Ernte jeden Apfel persönlich aus den Bäumen schütteln. Und zwar ganz allein. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer. Von allem ganz viel, lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Deine allerbeste Freunde sein. Dann mache ich mich mal auf die Hufe. Die Äpfel werden sich nicht von selbst von den Bäumen schütteln. Hey! Oh nein! Ponys, bleibt ruhig. Es gibt keinen Grund zur Panik. Oh, Bürgermeisterin, was sollen wir jetzt tun? Seht mal da! Yeah! Andere Seite, Winona! Treib sie zusammen! Oh, ich habe noch nie so eine tolle Rodeo-Show gesehen. Schon, ihr Kälbchen, dreht um! Winona, halt sie auf! Haha, gleich hab ich dich! Braves Mädchen! Hey, hey! Yeeha! Also, was war denn das jetzt für eine Nummer? Tut uns leid, wir bitten um Verzeihung, Applejack. Aber Muriella hier ist eine dieser fiesen Schlangen begegnet. Und das macht uns sehr nervös. Kannst du das verstehen? Ja, sicher. Ich verstehe schon. Aber das nächste Mal solltet ihr nicht unbedingt auf Ponyville zusteuern. Wir versprechen es dir, Applejack. Tschüss, bis dann, Winona. Ich bin ein Cowboy-Pony! Oh, Applejack, das war... Appeltastisch! Ja, richtig. Zum Dank, dass Applejack die Stadt gerettet hat, sollten wir uns etwas einfallen lassen. Ich weiß schon! Eine Party! Alles fertig? Nur noch eine Kleinigkeit. Jetzt sind wir fertig. Ist Applejack schon da? Ich habe sie die ganze Woche nicht gesehen. Seit der wilden Kuhherde. Aber sie wird bestimmt kommen. Applejack kommt nie zu spät. Willkommen, ihr Ponys. Wir wollen heute ein Pony ehren, auf das wir uns jederzeit verlassen können, egal wie groß unsere Probleme auch sind.
Ein Pony, dessen Hilfe uns zum... Habt ihr gesehen, wie sportlich Applejack das geregelt hat? So richtig athletisch! Diese Woche will sie mir mit meinem neuen Flugtrick helfen. Ich weiß genau, das wird garantiert den Oberhammer. Danke, sehr richtig. Diese Woche darf ich zum ersten Mal das Naschäckchen ganz allein schmeißen. Wir reden doch hier gerade über Applejack. Oh, Applejack ist eine der besten Bäckerinnen aller Zeiten und will mir helfen. Mit ihr zusammen wird das ganz einfach. Naughty's Muffins für jedes Pony! Yeah! Na, ist ja toll. Vielen Dank. Hoffentlich kann ich jetzt meine Rede halten, ohne unterbrochen... Entschuldige. ...zu werden. Twilight, es tut mir furchtbar leid, aber ich wollte unbedingt noch erwähnen, dass Applejack mir diese Woche bei der allgemeinen Häschenzählung hilft. Wir zählen alle neugeborenen Hasenbabys von diesem Jahr und weil sie so gut mit großen Tiermengen umgehen kann, hilft sie mir. Sonst noch wer? Noch irgendwer? Niemand? Nun denn, also eigentlich wollte ich sagen... Macht ja nichts. Also kommen wir ohne Umschweife zur Sache. Es ist mir eine Freude, den Ehrenpony-Pokal zu überreichen an ein allseits hochgeschätztes Pony von absoluter Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit. Ponyvilles tüchtigste und zuverlässigste Freundin, Applejack. Klasse, Applejack, du bist echt das Oberpony. Wie peinlich. Hier bin ich. Oh. Hier bin ich. Entschuldigt, ich bin spät dran. Ich musste noch... Oh, bin ich dir auf den Schweif getreten? Frau Bürgermeisterin, vielen Dank für diese große Auszeichnung. Den Pokal, meine ich. Wie er leuchtet und glänzt und... Ich sehe ja total witzig aus. Okay. Nun vielen Dank, Applejack, dass du uns vor der wilden Kuhherde gerettet hast. Und dass du jederzeit für alle Ponys da bist. Oh, ja, ich helfe den Ponys einfach furchtbar gern. Und so weiter. Danke. Lag das jetzt an mir oder wirkte Applejack irgendwie... Müde? Benommen? Vernachlässigt? Ach, habt ihr ihre Mähne gesehen? Ich fand, sie war gut drauf. Welt treibt dieses Pony da? Ups. Hey, Applejack! Applejack? Applejack! Applejack! Hallöchen, Twilight. Was ist hier los? Zeit für die Apfelschüttelernte. Apfel, was für eine Ernte? So wird die Apfelernte in meiner Familie genannt. Wir schütteln die Äpfel von den Bäumen und dann können wir sie verkaufen. Und wieso arbeitest du hier ganz allein? Weil Big Macintosh sich verletzt hat. Als ich nach Ponyville kam, hast du mir so viele Verwandte vorgestellt. Können die nicht helfen? Tja, die sind leider nur zum Familientreffen gekommen. Sie leben quer verstreut in Equestria und müssen selbst ihre Ernte einbringen. Also muss ich das allein schaffen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich auch weiterarbeiten. Hast du's gecheckt? Ich muss arbeiten. Na schön. Kannst du mal zur Seite treten, Twilight? Ist schon längst geschehen. Applejack, ist dir nicht gut? Macht euch bloß keine Sorgen um mich. Ich fühle mich ponywohl. Brauchst du vielleicht Hilfe? Hilfe? Auf keinen Fall, kommt nicht in Frage. Aber das ist doch überhaupt nicht allein zu schaffen. Soll ich's dir etwa beweisen? Nein. Na schön. Ich werde dich davon überzeugen, dass ich es schaffe. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss weiter Äpfel schütteln. Da bist du ja.
Es tut mir schrecklich leid, Rainbow. Ich habe den ganzen Tag die Ernte eingebracht und habe mal kurz meine Augen geschlossen. Und als ich aufgewacht bin, war es zu spät. Also, um welchen Trick geht es jetzt? Siehst du den Turm da drüben? Ja. Also, ich stehe auf dem einen Ende, dann springst du von der Plattform darunter und katapultierst mich in die Luft schneller, als ich selbst je da hochkäme. Sobald ich in der Luft bin, mache ich ein paar super coole Salti und Drehungen, dass den Wonderbolts der Mund offen stehen bleibt. Ist das denn nicht viel zu gefährlich? Ha, nicht für ein Pony, das so gut fliegt wie ich. Na dann, also gut. Oh je. Fertig? Eins, zwei, drei. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Du solltest eigentlich auf dem anderen Ende landen. Ja, klar. Applejack, was zum Hafer ist denn los? Ich dachte, ich würde mit Ponyvilles sportlichstem Pony trainieren. Tust du auch. Bin wieder okay, wirklich. Ich hab ne Idee. Pass auf! Tada! Oh, vielleicht auch nicht. Okay, ich versuch's nochmal. Ich bin sicher, jetzt klappt es. Ich komme! Achtung! Warte! Applejack! Habe ich doch gern gemacht. Kann ich dir vielleicht helfen? Ich denke, ein anderes Pony braucht deine Hilfe. Applejack. Yep. Applejack, können wir reden? Bienen quäken? Nein, das glaube ich eher nicht. Nein, können wir reden? 20 Reben? Grüne oder blaue Trauben? Nein, wir müssen reden. Das kann so nicht weitergehen. Du willst dich im Kreise drehen? Ach so, niemand hindert dich daran. Ich will unbedingt mit dir reden. Oh, wieso sagst du das denn nicht gleich? Worüber willst du denn unbedingt mit mir reden? Rainbow Dash war heute bei mir zu Besuch. Sie ist eben eine aufmerksame Nachbarin. Ja, nur leider ist sie heute in meinen Balkon gekracht, weil du sie in die Luft katapultiert hast. Oh ja. Ich habe heute Morgen noch ein wenig neben mir gestanden. Ja, weil du einfach zu viel arbeitest. Du brauchst Hilfe. Was? Pilze? Was soll ich mit Pilzen? Ich mag die Dinger doch gar nicht. Hilfe! Du brauchst Hilfe! Kommt nicht in die Tüte, Twilight. Ich werde es euch beweisen. Dir und den anderen. Ich werde die Ernte auch allein schaffen. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen? Ich habe versprochen, Pinkie Pie zu helfen. Und Pinkie Pie, denkst du, du kannst die Muffins allein backen und den Laden heute Nachmittag zuschließen? Klar, wie Zuckerguss, Mrs. Cake. Und außerdem steht mir Ponyvilles preisgekröntes Pony zur Seite. Sie ist die beste Bäckerin aller Zeiten, nicht wahr, Applejack? Nicht wahr, Applejack? Wie? Bist du doch nicht die beste Bäckerin? Was? Oh nein. Ich meine, machen Sie sich keine Sorgen. Ich backe Ihnen im Hufumdrehen alles vom Schweinöhrchen bis zum Apfelkuchen. Dann ist ja gut. Bis später, Mädels. Hör doch mal auf mit der Schüttelei. Wir müssen jetzt Muffins backen. Okay, dann hole ich den Zucker und die Eier. Gibst du mir mal die Schokoladenchips? Was war das nochmal? Schokoladenchips. Chips. Ach ja, Kartoffelchips. Die sind vielleicht ein bisschen salzig. Okidoki. Und als nächstes? Backsoda. Wie, Soja? Perfekt, das gibt einen guten Geschmack und macht den Teig locker. Und jetzt? Ein Spritzer Zitronensaft. 4 Liter Zitronensaft? Wow, dann wird der Teig ganz schön sauer. Haha, sauer macht lustig. Was kommt als nächstes, Pinky? Als letztes Weizenkörner. Boah, Weizenwürmer? Ah, das ist bestimmt ein Backfachausdruck für Regenwürmer. Oh, diese Muffins werden köstlich. Naja, wenn du meinst... Kommt alle her! Für jedes Pony ein Gratis-Muffin! Oh, den Muffins! Muffins! Ja, diese Muffins sind einzigartig. Holt euch einen, solange sie heiß sind.
Wir sind so schnell wie möglich gekommen. Oh, vielen Dank, Twilight. Wir brauchen jede erdenkliche Hilfe. Es geht mir schlecht. Oh nein, was ist passiert? Es muss irgendwie an den Muffins gelegen haben. Das waren keine gebackenen Leckereien, sondern Schweinereien. Oh. Applejack. Willst du einen? Applejack, wir müssen reden. Was? Hä? Ach, du bist es, Twilight. Ich weiß, was du sagen willst. Aber die Antwort ist immer noch nein. Ich will deine Pläne ja nicht durcheinander bringen. Du brauchst Hilfe. Kapierst du es nicht? Ich verzichte drauf. Komm, lass mich dir helfen. Helfen? Nein, danke. Noch ein bisschen. Also, gut. Ich werde beweisen, dass Applejack mit allen Äpfeln fertig wird. Kommt schon, Äpfelchen. Fallt runter. Applejack, du schüttelst gerade Äpfel von einem toten Baum. Sehe ich doch selbst. Weißt du, Applejack, ich wollte mit dir auch über was anderes reden. Ich komme gerade aus der Ponyville-Notaufnahme. Ich bin zu beschäftigt, um mir eine Strafpredigt anzuhören, Twilight. Wenn du mich dir helfen lassen würdest. Nein, nein, nein! Wie oft soll ich mich denn für dich noch wiederholen? Ich brauche keine Hilfe von keinem Pony. Dieses Pony ist sturer als ein Esel. Nicht bös gemeint. Schon in Ordnung. Oh, Applejack, vielen Dank, dass du mir deine Hilfe bei der Junghäschenzählung angeboten hast. Ja, wozu soll das gut sein? Naja, es wurden viele neue Babyhäschen geboren. Und meine Aufgabe ist es, alle Hasenfamilien zu zählen. Na schön, können wir es dann erledigen? Natürlich, aber denk daran, dass wir es hier mit Häschen zu tun haben, nicht mit Kühen. Es sind scheue Tiere, geh bitte sanft mit ihnen um. Ich brauche nun wirklich keine Belehrung darüber, wie man mit Tieren umgeht. Oder, Winona? Okay, meine süßen Häschen. Ich möchte, dass ihr euch jetzt alle hier in der Mitte versammelt. Ganz genau. Macht Tempo, Hoppelhasen. Kommt alle zusammen. Hopp, hopp. Klasse. Kommt ihr wohl her? Halt die Hasen auf, Winona. Applejack, Winona, stopp. Ihr jagt ihnen doch Angst ein. Wir wissen genau, was wir tun. Kommt schon her, ihr Häschen. Oh nein! Wilde Herde! Verstehe ich nicht. All unsere Gärten sind zerstört. Alle Blumen wurden aufgefressen von den Hasen. Oh nein, bitte hört auf, liebe Häschen. Oh, bitte aufhören, lasst uns nach Hause gehen. Kommt, oh, du meine Güte. Alles klar. Irgendwann reicht es. Ach, Äpfel in Eimer. Es ist nicht mehr viel zu tun. Und dann ist die Ernte eingebracht. Okay, Applejack. Mittlerweile ist deine Apfelernte nicht dein einziges Problem. Du hast Rainbow Dash in die Luft gefeuert, fast ganz Ponyville vergiftet und süße kleine Häschen in Furcht und Schrecken versetzt. Ganz egal, was du jetzt sagst, du brauchst Hilfe. Ha, brauch ich nicht. Sieh doch, ich hab's geschafft. Ich hab die ganze Apfelernte von diesem Jahr ohne deine Hilfe eingebracht. Na, was sagst du zu den leeren Apfelbäumen? Sehr schön. Und was sagst du zu den vollen Apfelbäumen? Volle Apfelbäume? Noch mehr für ein Bild. Noch mehr? Nein. Applejack? Applejack! Zum Glück, du bist aufgewacht.
Okay, Applejack, ich akzeptiere eure Familientradition. Aber du bietest jedem anderen Pony deine Hilfe an. Vielleicht könntest du jetzt mal weniger stur sein und deinen Freunden auch erlauben, dir zu helfen? Okay, Twilight. Ein Nein möchte ich von dir nicht mehr hören. Was? Du hast recht, Twilight. Ja, bitte. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Liebe Prinzessin Celestia, meine Freundin Applejack ist die beste Freundin, die sich ein Pony wünschen kann. Sie ist immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Allerdings fällt es ihr selbst schwer, ihre Freunde auch mal um Hilfe zu bitten. Doch Freundschaft bedeutet nicht nur für seine Freunde da zu sein, sondern auch anzunehmen, was Freunde für einen tun. Deine treue Schülerin Twilight Sparkle. Leute, wie wär's mit einer kleinen Pause? Ich habe super leckeren Apfelsaft mitgebracht. Mädels, ich kann euch gar nicht genug für eure Hilfe danken. Ich glaube, ich war wirklich ein bisschen stur. Ein bisschen? Okay, ich war ganz schön stur. Und ich möchte mich bei euch entschuldigen. Hört zu, ich weiß, dass Ponyville mir diesen Preis verliehen hat. Aber mein größter Gewinn ist es, euch als Freundin zu haben. Ja, durch die Apfelernte habe ich riesigen Hunger. Dann habe ich hier den perfekten Imbiss. Uah, Spike, die haben wir doch weggeworfen. Wo hast du die ausgegraben? Na, aus dem Müll. Was denn? Vielleicht ein kleines Häppchen? Na komm. Oh mein Gott.